In einem Bächlein helle, da schoss in froher Eid. Amy Sedaris, Ihr Wäscheexpertin. Sie kennen mich nicht, keine Sorge, das liegt nicht an Ihnen. Niemand kennt mich. Die Firma Lenore ist einfach nur von ihrem amerikanischen Mutterhaus gezwungen worden, auch in Deutschland mit meiner Fresse Werbung zu machen. Zugegeben, das ist total sinnlos, aber das sind diese Duftperlen ja auch. Aber wo war ich gerade? Ach ja, Duftperlen. Duftperlen, Duftperlen, nehmen Sie wenig oder auch viel, es ist vollkommen egal. Wie Globuli. Ich hab meiner Freundin Sexismus erklärt. So, dass sie das auch versteht. Sexismus, das ist, wenn pfannkuchengesichtiger Spacko vollkommen asozial im Olympiastadion auf berlinerisch platte Frauenklischees ablässt. Aber ich glaube, meine Freundin hat das nicht verstanden. Die versteht nie was. Das ist übrigens meine Freundin. Digga, ich bin nie allein hier. Ich hab meine Ziele bei mir. Ja, was dachtest du denn, warum die Alte nie was kapiert? Ja! Ja! Ich hab den Job! Ja, yes! Ja! Herzlich willkommen! Ein Typ wie Sie, der sein Handy im Kino anlässt, es während der Vorstellung aus der Tasche holt, darauf liest und Leute völlig asozial mit Popcorn bewirft. So ein richtiges Stück Scheiße halt. So jemand hat genau die richtige Qualifikation für uns. Sie haben den Job. Jobware, da fühlt sich der Kopf leer. Check 24 präsentiert. Eine unvergleichliche Familie. Und? Wie war euer Tag? Ich mache euch da mal was zu essen und decke den Tisch. Ich hab's getan. Ich hab's getan, Eva. Was? Auf Twitter ein paar populistische Phrasen rausgehauen und damit das deutsche Volk auf meine Seite gebracht. Jetzt hole ich mir Polen. Polen? Hol lieber mal die Wäsche aus dem Keller. Hast du schon mal ein ganzes Volk auf deine Seite gebracht? Auf der Couch liegend? Pff, ich weiß von Frauke Petri, wie einfach das geht. Mit nur einem Klick. Och, für dich bin ich wohl immer nur ein nutzloser Faschist. Natürlich. Ich habe nämlich in deinem Tagebuch gelesen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Wir haben echte Paare gebeten, Love Toys auszuprobieren und sie direkt danach interviewt. Ja, also ich bin der Mario und meine Freundin wollte sich natürlich unbedingt wieder was im Internet bestellen. Und was hat sie sich bestellt? Klamotten, war doch klar. Ich stehe übrigens auf Ziegen. Hui! 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 Natürlich, heute ist ein guter Tag, weil ich Stuhlgang mag. Oh, jetzt! Wieso hat der Typ denn keine Hose an? Im Vertrag steht ganz klar, dass er eine Hose tragen muss. Siehste, das ist wieder typisch Frau. Immer nur Klamotten im Sinn. Abonnier mal den Kanal hier. Verpasst kein Material.